Im Motorenbau ist eine abgedroschene Weisheit: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. Übersetzt in die Welt der Vespa-Motoren heißt dieses Prinzip SIP BFA 306. Was ich euch also heute vorstellen möchte, ist der Zylinder zu dem 306-Kubik-Motor. Mit seinen 306 Kubik ist der SIP BFA nicht nur der größte Zylinder auf dem Markt, sondern aktuell auch derjenige mit den meisten Leistungsreserven. Das bedeutet allerdings nicht, dass dieser Zylinder sich nur auf der Rennstrecke einsetzen lässt. Ganz im Gegenteil, eignet er sich auch hervorragend für leistungsstarke Alltagsmotoren. Und was diesen Zylinder ausmacht, dass er so vielseitig einsetzbar ist, das möchte ich euch jetzt gerne im Detail zeigen. Für die Leistung eines Zweitaktzylinders ist natürlich nach dem Hubraum in erster Linie das Überströmsystem verantwortlich. Von unten kann man sehr gut erkennen, dass der BFA ein besonders großes Überströmsystem hat, wo der Gaswechsel besonders schnell stattfinden kann. Er hat 5 relativ normale Überströmer, die sehr große Flächen bietet, plus einen dreigeteilten Auslass. Der Zylinder wird mit dem Motor über 4 Stehbolzen unten am Zylinderfuß verbunden. Das hat den Vorteil, dass auch bei starker Erhitzung sich der Zylinder nicht verzieht. Der Zylinderkopf wird mit 8 Schrauben auf dem Zylinder befestigt. Das stellt eine besonders dichte Verbindung dar. Und zusätzlich wird der Kopf über einen O-Ring abgedichtet. Die Zündkerze ist für eine besonders gleichmäßige Verbrennung zentral angeordnet. Der Kolben ist ein sehr stabiler Wössner Schmiedekolben mit Flachdach und einem 1 mm Kolbenring. Im Lieferumfang finden sich noch 2 unterschiedlich starke Fußdichtungen, damit ihr die Zylinderhöhe und die Quetschspalte oben am Zylinderkopf genau auf euren Motor anpassen könnt. Als Verbindung zum Auspuff dient ein Auslassflansch, der mit 4 Schrauben verschraubt wird. Zu guter Letzt sind im Kit 2 kleine Bleche enthalten. Die werden gemeinsam mit dem Auslass verschraubt und hier kann die Feder für den Auspuff eingehangen werden. Plug and Play passt der 306-Kubik-Zylinder natürlich auch nur auf das SIP BFA-Gehäuse 306. Aber er hat einen großen Vorteil. Er wird im Auslieferungszustand mit relativ zahmen Steuerzeiten geliefert. Das heißt, das gibt ihm relativ gute Qualitäten für den Alltag. Dennoch sind auch schon mit diesem flachen Steuerwinkeln Leistungen von über 50 PS Plug-and-Play erzielbar. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen für diesen außergewöhnlichen Zylinder und den 306-Kubik-Motor begeistern. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett, hinterlasst uns ein Like, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.